Solche oder ähnliche Bilder assoziieren wir wohl alle, wenn das Wort Faschismus fällt. Faschismus, ähnliche Definitionen werden Sie in jedem Lexikon finden. Faschismus ist ein politischer Begriff. Er steht, um es einmal ganz nüchtern auszudrücken, für Bestrebungen, einen autoritär geführten Einparteienstaat zu schaffen. Historisch eingeordnet werden diese Bestrebungen in die 30er Jahre unseres Jahrhunderts und uns allen geläufige Beispiele für solche autoritär geführten Einparteienstaaten sind Italien und Deutschland, an der Spitze der Duce und der Führer Mussolini und Hitler. Beide stellen wir uns übrigens auch meistens in militärischer Uniform vor. In der Tat scheint sich das Autoritätsprinzip, das im Faschismus über allem steht, nirgendwo so deutlich zu versinnbildlichen wie im Militärischen. Das Militär spielt denn auch in faschistischen Staaten eine sehr große Rolle. Und der militärische Gehorsam verkörpert vielleicht am klarsten die im Faschismus angestrebte Unterwerfung unter die Autorität, wobei diese Autorität meistens eine für alle sichtbare Führerpersönlichkeit ist. In welche Katastrophe uns der Faschismus und der Glaube an eine solche über allem stehende Autorität in Deutschland geführt haben, das wissen wir alle. In dieser Sendung soll es aber nicht darum gehen, die Konsequenzen des faschistischen Naziregimes aufzuzeigen. Vielmehr wollten wir versuchen, hinter die Entstehungsbedingungen für eine solche Bewegung zu kommen. Wir wollten nämlich wissen, welche Faktoren denn eigentlich dazu führen, dass jemand in seinen politischen Ansichten zum Faschismus neigt. Wir wollten wissen, wie ein Mensch beschaffen sein muss, um das zu werden, was man einen Faschisten nennt. Wie sieht seine Persönlichkeit aus? Wie sieht sein Charakter aus? Welche Meinungen vertritt er? Welche Einflüsse haben ihn geprägt? Wie ist er aufgewachsen und wie ist er erzogen worden? Wie sieht ein Faschist aus? Die Antwort ist beinahe ein bisschen enttäuschend. Menschen, deren politische Einstellung man als faschistisch bezeichnen kann oder muss, sehen keineswegs aus wie Monster. Sie sind eigentlich, und das ist vielleicht viel schlimmer, ganz normal. Wobei ich diesen Normalitätsbegriff mit aller gebotenen Vorsicht gebrauchen möchte, denn normal heißt ja eigentlich nur wie die Mehrzahl oder wie der Durchschnitt. Dass es ganz normale Durchschnittsbürger sind, die zum Faschismus neigen und damit vielleicht in letzter Konsequenz überaus gefährlich werden können, das ist die vielleicht erschreckendste, aber eben auch die wichtigste Erkenntnis, die ich aus dem Gespräch mit dem Psychoanalytiker Professor Erich Fromm gewonnen habe. Erich Fromm gehört zur sogenannten Frankfurter Schule. Zu ihr gehören auch Max Horkheimer und Theodor Adorno. Theodor Adorno hat nach dem Zweiten Weltkrieg im kalifornischen Exil eine groß angelegte Untersuchung durchgeführt, um herauszufinden, welche Eigenschaften einen Menschen für eine antisemitische Einstellung prädestinieren. Er fand gleich ein ganzes Syndrom von Eigenschaften und er hat sie unter dem Begriff der autoritären Persönlichkeit zusammengefasst. Diese Untersuchung ist übrigens vor einiger Zeit auch in deutscher Übersetzung erschienen. Einstellungen und Meinungen wurden bei dieser Untersuchung mit Hilfe von sogenannten Einstellungsskalen gemessen. Eine davon ist die sogenannte F-Skala und das große F steht hier für Faschismus. Stark vereinfacht könnte man als Resultat dieser Untersuchungen Adornos sagen, ein Faschist hat eine autoritäre Persönlichkeit. Oder doch zumindest Menschen mit Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, die man als autoritär bezeichnen muss, sympathisieren in ihrer politischen Einstellung leichter oder auch häufiger mit Faschisten. Professor Erich Fromm hat sich bereits vor seiner Emigration in Deutschland der 30er Jahre wissenschaftlich mit dem Autoritätsproblem auseinandergesetzt. Der heute 75-jährige Psychoanalytiker hat in dem folgenden Gespräch seine Vorstellung vom autoritären Charakter entwickelt und er hat erläutert, wie und warum seiner Meinung nach ein Mensch ein Faschist ist oder wird. Herr Professor Fromm, Psychoanalytiker und Psychologen haben versucht, die politische Einstellung, die man mit Faschismus bezeichnet, zu erklären, durch welche Charakterstrukturen, Persönlichkeitsstrukturen sie zustande kommt. Und man ist dabei, glaube ich, auf etwas gestoßen, das man als autoritäre Persönlichkeit oder autoritären Charakter bezeichnet. Wie sieht denn eine solche Persönlichkeitsstruktur aus? Könnten Sie das etwas skizzieren? Ja, ich glaube, ich würde am liebsten vom autoritären Charakter sprechen.
und dabei Charakter, in dem dynamischen Sinn gebrauchen, in dem Freud Charakter gebraucht hat, eigentlich zum ersten Mal wissenschaftlich. Wenn Sie Balzac lesen, dann haben Sie denselben Charakterbegriff dargestellt in seinen Novellen. Charakter nämlich als eine relativ permanente Struktur der in einer Persönlichkeit dominierenden Leidenschaften. Also es gibt einen liebenden Charakter, einen zerstörenden Charakter, um einmal zwei ganz grobe Charakterorientierungen darzustellen. Nun, beim autoritären Charakter würde ich sprechen von, wenn man ihn in einer psychoanalytischen Namengebung bezeichnet, als dem sadistisch-masochistischen Charakter. Nun, können Sie das ein bisschen näher erklären? Das ist also die Frage, was ist hier sadistisch und was ist masochistisch? Unter sadistisch verstehe ich in erster Linie nicht das, was gewöhnlich darunter verstanden wird, nämlich nur eine sexuelle Perversion. So hat es auch Freud verstanden. Sondern Sadismus geht viel weiter als nur den Wunsch, körperlich zu quälen und speziell im Zusammenhang mit sexueller Erregung. Sondern ich verstehe unter Sadismus den leidenschaftlichen Wunsch, über einen anderen Menschen absolute Kontrolle zu haben. Oder ich sollte nicht einmal sagen, über einen anderen Menschen nur, über ein anderes Lebewesen, auch über Tiere. Und man kann auch so sagen, dass der Sadismus ein Ausdruck des Wunsches für Allmächtigkeit ist, indem der andere Mensch zum Gegenstand der eigenen Kontrolle wird und ihm das eigene Leben genommen wird, zwar nicht physisch, der Sadist will nicht den anderen Menschen zerstören, aber er will ihn zu seinem Ding machen, das, was er beherrscht, oder wenn Sie wollen, dessen Gott er wird. Das kann sich in vielen Formen ausdrücken. Was aber besonders dabei ist, ist immer, dass der andere Mensch ein Schwacher sein muss, ein Unterlegener sein muss. Nur der Unterlegene reizt den Sadisten, denn nur der lässt sich ja zum seinem Geschöpf machen. Der Starke, der sich wehren kann, der reizt ihn nicht, ganz im Gegenteil, der zieht ihn an. Den betet er an, den bewundert er. Und damit komme ich auf die andere Seite, nämlich die masochistische Seite. Als Masochismus verstehe ich ja auch wiederum nicht nur in erster Linie nur die Lust am Schmerz, wie das im Wort Masochismus gewöhnlich angedeutet wird, sondern die Lust an der Unterwerfung unter etwas, was stärker ist. Die absolute Abhängigkeit. Und damit auch die Erfüllung des Wunsches, der eigenen Verantwortung ledig zu sein. Der Masochist, der sich unterwirft, braucht nicht mehr über sein Leben zu unterscheiden. Er wird gelebt durch eine höhere Macht. Nun, da selbst zu entscheiden, die Risikos des Lebens auf sich zu nehmen, sehr schwer ist, und sehr riskant ist, ist natürlich der Wunsch dieser Unterwerfung ein sehr weit verbreiteter und man kann wohl sagen, einer, der in der Existenz des Menschen, in seiner Hilflosigkeit selbst verankert ist. Aber umso mehr so, als wenn soziale Umstände seine Ohnmacht, seine Unfähigkeit zu handeln, seine Unfähigkeit kritisch zu denken, noch außerordentlich verstärken. Sodass ich also unter dem sadistisch-masochistischen Menschen oder dem autoritären Charakter, wenn Sie es einmal einfach nennen wollen, verstehe, was man nennt den Radfahrer, der sich nach oben duckt und nach unten drückt, der einen Genuss daran hat, die Kleinen und Schwachen zu beherrschen und sich vor den Großen nicht nur zu ducken, sondern sie anzubeten und sich beschützt zu fühlen und auch sich mit ihnen zu identifizieren. Wie sieht ein solcher